Ja, und willkommen zurück zu Twin Marrow. Was ist das? Oh, schick. Guck mal, wir können das Wasser spalten. Ist das nicht schön? Klasse. Wo auch immer uns das hinführen wird. Ich hoffe, nach oben. Sieht ganz so aus. Es sind schon coole Ideen dabei, ne? So in dem Spiel. Gefällt mir. Gucken, was es hier gibt. Hey. Been a long road. I think it was always coming here. You know? You've opened yourself up a lot more than I expected. Especially to Joan and Anna. You're finally back on the right path? I believe some of the credit is mine. Warum ist es so hart? Du hast leicht reden, ich tue mein Bestes. Ja, I do my best. I'm doing my best with what I have. I'd say we've had a good thing going. It was tough, but you made compromises. You adapted to other people. Wasn't it nice to feel accepted? Weiß ich nicht. War ich denn nicht immer ich? Tu doch nicht so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. We've had our moments, but they never felt authentic. I understand why you'd feel that way. The two halves of your world, they just don't mix. There's Sam, the well-adjusted human. And there's Sam, the depressed, truth-obsessed misanthrope, who doesn't realize objective reality is a subjective myth. I'll tell you what the truth is. To be happy, sometimes you need to focus on people and not things. Keine Dinge, ich habe mich entschieden. Ich weiß nicht, ob ich kann. Ich hoffe, es bezieht sich jetzt auf das Richtige, wenn ich mich jetzt für entscheide, für, weil dazu tendiere ich. Also für die entscheide, dass ich mich dazu entschieden habe, den Fall aufzuklären, also zu lösen. Okay, ich versuch's einfach. Stop. I get it. I'm nervous. What if you make the wrong choice? Can I make a wrong choice? That's one I don't really have an answer for. Look, you've been helping me for a long time. Even today, without you, I would still be lost in my own head, in my own panic. Well, technically, that's kind of the case right now. Still, I'll take the compliment. But we both know I can't be split in two directions. I have to pick a track. Go along with me. Be a part of society. Be happy. Let things go. Accept the expectations of others. Stop pretending you're someone else.
Or keep looking for a truth that may not exist and leave everyone else behind. But seeing the world for what it is, being able to make a difference, no matter the consequences. It's time. Two roads, and you can only take one. Okay. Ja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Das ist... Ich weiß nicht, was richtig ist. Woher sollte ich auch? Ich kenne ja das Ende nicht. was war das im Übrigen eben gerade? Das war so ein bisschen merkwürdig. Naja, gut, okay, ist so. Kann man nicht ändern. Ich würde jetzt eigentlich auf meinem Pfad bleiben wollen erstmal. Ob es richtig ist oder nicht, woher soll ich das wissen? Keine Ahnung. Ich glaube, ich mache das so. Huch. The truth is worth more than any of us. Damn society. Damn being happy. I was afraid you'd say that. But you have to be you. I'll see you around. No, you won't, Sam. But good luck. The world is an ugly place when you can really see it. Sam, we don't have time for this. No cell reception. If anything happens, we're on our own. Ja, okay. Das ist sehr verwirrend. Ich hoffe, ich habe mich richtig entschieden, was auch immer das bedeutet. Aber das ist ja auch eigentlich letzten Endes das, was wir die ganze Zeit wollten, oder nicht? Also herausfinden, was mit Nick eigentlich passiert ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, in was für einer Welt ich mich hier befinde. Ehrlich gesagt. Sams Wagen. Wild geschlittert. Ohne Anna wäre es ein tödlicher Unfall gewesen. Ja, aber wo ist Anna jetzt hin? If Declan arrives, he's gonna see the car. He'll know someone is here. Ja, soll ich das ändern? Kann ich runter? Declan could be here already. I should be careful. Ach, das ist doch die Stelle, wo wir zu Anfang waren, oder nicht? Sollen wir da jetzt runter, oder gibt's hier auch noch etwas? What are you thinking, Nein, Sam? Wir sollen da runter. You can't just leave Anna here alone. Nein. Ist ja gut, ich wollte ja nur gucken. Schimpft dann gleich mit mir. Okay, gut, dann machen wir das, glaube ich. Nachts aber nicht ganz so hübsch. Naja, oder es ist halt gruselig. Ich hoffe, ich verliere jetzt Anna nicht. Weil irgendwie habe ich die Befürchtung habe ich ehrlich gesagt schon die ganze Zeit. Lagerfeuer, Anzeichen für Drogenmissbrauch und Verzweiflung nach einer langen Nacht. Aha. Syringes, bottles. Basswood has been having a tough few years. Ja, nicht nur Basswood.
Gibt es bestimmt auch noch andere. Das sieht schon cool aus, ne? Von hier oben. So nice. Ach, hier haben wir unser schönes Schild. Falling off is the least of my worries right now. Mhm. Finally pull yourself out of your daze long enough to join me. I was worried about you. It won't happen again. I'm here. 100%. I hope so. I need you right now. So I guess this could be all of this madness coming to a close, right? Hopefully in the good way. Maybe we can bring Nick and Dennis some justice. I'm ready to see it end. Du musst nicht bleiben. Gut, nicht allein zu sein. Suchen wir nach den Dateien. Natürlich muss sie nicht bleiben. We don't both need to do this. You can go home if you want. Maybe you should. You're sweet, if a bit overly macho. I know the risks. But we haven't done too bad so far, right? So good try. But you're not getting rid of me that easily. Let's not waste time then. We should get back to finding those files. Any luck yet? I can't find them anywhere. Did Dickie say where the dead drop was? He didn't. We'll have to keep looking for it. Did you already go through that side? I've been looking everywhere. So far, all I've found is a lot of gum under tables. Declan could be here any minute. Let's hurry it up. Ja, okay. The dead drop doesn't seem to be here. Too exposed. Was ist denn mit diesem Weg da? Oder kannst du noch ein bisschen schneller laufen? Das ist Mülleimer. Oder hier. Brotdose. Rotten food. Probably too gross even for someone like Dickie. Nowhere to hide a USB stick here. Nicht wirklich. Was ist denn damit? Found it. You did? Let me see. With this? We'll be able to put Declan behind bars and clear your name. Come on. Hold it there, boss. Whoa. Declan. Now, you two just relax. We're here for the same reason. Now, all you have to do is give me what you found in that there lockbox. You... How could you look everyone in the eye and lie to them? You went to his wake? You drank with his friends? Yeah. It was harder than you think. Was nun? Warum Nick töten? Warum ein schmutziger Cop? Ja, warum überhaupt das Ganze, ne? What happened to the cop defending this town? You don't know nothing about losing the reins. Simple things breaking so bad, they just get more out of control until... Try busting your ass for people that don't respect you for just a cop's salary. I spent years serving this town. I actually believed in what I was doing, too. And then you murdered Nick. Don't start thinking I enjoyed doing it. It just had to be done. It was just the same as with that drunk fool, Dennis. All I wanted was to see how much he knew and get him to keep his mouth shut. Turns out he knew more than he should have. It doesn't have to end the same way this time. There's always another option. Almost sounds like you wising up some, Higgs. Doesn't look like you're willing to take the same fall from 2 years ago. Fuck that common good shit, right? Und was ist mit Basswood? Die Menschen vertrauen dir. Du bist nur ein Verbrecher.
Ja, damit hat er allerdings recht, wenn er das sagen würde. Ich will ihn aber eigentlich gar nicht provozieren, wobei ich nicht weiß, wie nah man noch an ihn rankommt. You were one of Basswood's best. People counted on you. Don't even try to give me that. I've given enough to those two-faced hypocrites. Everybody's happy to shake my hand and say how grateful they are. But as soon as you turn around, they'll stab you in the back. Eventually, I realize that's how people are. The only thing left is to adapt. Help keep a lid on things. And if someone's got a profit, might as well be me. Nick and Dennis, that part wasn't supposed to happen. But here we are. And I'm done leaving behind loose ends. You asshole! Nein! Oh nein, bitte nicht. Ich will gar nicht wissen, was ich jetzt machen muss. I have to think and move fast. Stay one step ahead of Declan. If I make even a single mistake, there are no second chances this time. He murdered Nick. He murdered Dennis, and he'll murder us. If I can predict his next moves, we might be able to get the upper hand. Who he is will tell me what he'll do. Okay. Untersuchen. I could try going for his gun. Waffe schnappen. Was? Werfbarer Stein. Throwing a rock at his head could disorient him. Ja, ich bin eigentlich auch nicht dafür, ihn zu killen. I could tackle Declan to get him off Anna. Muley, it's time to give it your all. Don't underestimate Declan. He's stronger than he looks. Anna's got maybe a couple of seconds tops before he overpowers her. You gotta find a way to stop him, Sam. He'll kill you both. Und ich kann mir das Ganze nicht nochmal angucken. Ich kann das nicht mal rauszögern, das ist... Oh Mann. Und mich kann ich auch nicht angucken. Das ist alles, was ich habe. Okay. Nee, warte, hier ist noch. Dennis. Declan came to tie up loose ends that night. Asshole shot me with my own gun. There's a good chance he took it. Still has it on him. You need to watch out. You're no good to anyone dead. Take it from me. Das ist richtig, ich würde aber ganz gerne aus der Nummer rauskommen. Oh, 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 warte. Das geht auch. Ohne dass überhaupt jemand stirbt. Boah, das ist so gemein. Ich weiß nicht, der Stein liegt hier. Klar, kann man versuchen, aber das kann natürlich auch schief gehen. Ich glaube, ich tendiere dazu, Anna zu helfen. Kannst du nicht die Waffe nebenbei wegkicken? So einfach so hier runter oder so? Geht das nicht? Okay, ich glaube, ich werde... Zeigt es mir auch nicht, ne? Ja, Stein werfen, das kann ja... If Anna can keep him busy a bit longer, I'll be able to close in on Declan. Thank you.
Also kann ich mich doch nochmal umentscheiden. Oh, ich hoffe, das geht jetzt nicht schief. Throwing a rock at his head could disorient him. Ja, und dann? I could grab his gun. But that would only work if Anna keeps Declan occupied. Und was ist, wenn du Anna triffst? Das ist mir ehrlich gesagt zu risikoreich. Das könnte ins Auge gehen. If Anna can keep him busy a bit longer, I'll be able to close in on Declan. Hat er sich die Waffe gekrallt? Declan can't see me. I have to use this to my advantage. I should strike him on his blind side and use the element of surprise. But that'll only work if I can predict what he'll do next. Und sie ist schon angeschossen, ey. Thanks, Sam. Anna's been shot. I need to help her and fast. No more mistakes, Sam. Ja, du bist putzig. Ernsthaft. Oh, scheiße. Warte. Declan might go for his gun. Wie viele Waffen hat der Mann denn? Anna's been shot. I need to help her and fast. No more mistakes, Sam. Declan might continue going after Anna. Ich glaube diesmal tatsächlich, das ist nicht so gut. You don't have to fight, just leave. None of this has to ever hurt you again. I'm done running. Hat der gerade echt vorgeschlagen, ich soll gehen? Also bitte. Declan might attack me now. You know, Declan's killed two people already. Put them in the dirt. But he kills for reasons, yeah? He wants to destroy the evidence. Since your girlfriend has it. You better act fast, man. That man is a monster, and he'll kill you and my little girl as soon as spit. But he ain't dumb. If he uses his service gun, it'd be traced back to him. And he's been covering his track so far. Ich kann nichts davon lesen. Also Waffe. Greif Anna. Was? Greif Anna an? Greif Sam an. So, und hier sind wir schon kurz vorm Ende von diesem Part, normalerweise. Ich habe mich aber dazu entschieden, einen Teil des nächsten Parts hier ran zu heften. weil der nächste Part sonst einfach zu lang wird, wie ich finde. Ja, genau. Und deswegen gibt es hier jetzt gleich einen kleinen Cut. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. You know, Declan's killed two people already. Put them in the dirt. But he kills for reasons, yeah? He wants to destroy the evidence. Since your girlfriend has it. You better act fast, man. Mm-hmm.
Anna's been shot. I need to help her and fast. No more mistakes, Sam. Nee, wirklich nicht. Ich hoffe auch, ich krieg sie hier heile raus. That man is a monster. And he'll kill you and my little girl as soon as spit. But he ain't dumb. If he uses his service gun, it'd be traced back to him. And he's been covering his track so far. Mhm, okay. Oh, gut. Ich würde sagen, wir kommen mal auf den Punkt. Wenn ich das hier kann. Eilt zur Waffe, greift Sam an. Und das andere ist wahrscheinlich, greift Anna an. Kann ich mich denn wieder umentscheiden? Also ich würde jetzt tatsächlich erstmal, es geht ja einfach darum, was er als nächstes tun wird, hierfür entscheiden, weil sie halt die Beweise hat. Also ich versuche jetzt ein bisschen auf das einzugehen, was hier gesagt wurde. If Declan goes after Anna, my best move is to strike from the right. Weiter nachdenken. Wo denke ich denn da? Okay. Ja, das wird er nicht tun. Wir schauen uns das trotzdem an. If Declan tries to get his gun, he won't see an attack from the left. Habe ich das Falsches drücken jetzt? Also ich glaube nicht, dass er das macht, weil es auch eben so gesagt wurde. Dass er ja nicht blöd ist, wenn man das so sagen kann. If Declan heads this way, I should wait here and ambush him. Nee, ich glaube, ich habe mich entschieden. Ein bisschen schneller. Mal hier lang bitte. Ah, Spiel. Greift Anna an. Declan goes after Anna. My best move is to strike from the right. Ich hoffe, bitte nicht noch mehr Wunden. Okay, gucken wir mal. Give me the evidence now. You need another bullet? Wait. Here. Take it. Son of a bitch. Klar, aber natürlich. Ich hoffe, ich krieg die beiden hier lebend raus. If I don't do something, we're dead. But if I do the wrong thing. I have to stay focused. Account for all the elements at play here. That worked, but Anna's bleeding out. I need to take care of Declan quick. Nicht tun, okay. Es hakt. Gut. I could rush him and try and take his gun out of the equation. Waffe wegstoßen. Telefon. I could try calling for help. Ja, okay. Echt? Anna's really hurt. That ugly yellow phone may be the only way to get her help quickly enough. That big jerk's not stupid. He'll probably keep an eye on that phone. Ja, weiß ich nicht. You have
to save Anna. We dragged her into this mess. I dragged her into this mess. If you could distract Declan, Anna might have time to get the gun. Keep his eyes on you, Sam. Ach, Anna, wärst du doch nur gegangen. Okay. Anna's been shot. I need to help her, and fast. No more mistakes, Sam. Schön, wie das da auch noch steht, ne? Ja. Ach, scheiße, Leute. Ich weiß es nicht. Solide Deckung. I could get behind cover. Ja, und was hättest du davon? Okay, wir gucken uns das mal an. Ich weiß nicht, wofür ich bin, ehrlich gesagt. Versuchen, die Waffe wegzustoßen. Versuchen, um Hilfe zu rufen. Unter dem Baum ducken. Spiel. Declan is focused on me. I have to make this moment count. Ja, es deutet auch irgendwie alles auf das Telefon hin, finde ich. Es tut mir leid. Going for the phone would bring Declan's focus onto me. But if the phone gets damaged, I might not be able to use it later. Das ist korrekt. Das wäre schlecht. If I can get close enough, I can stop Declan from using his gun. It's definitely risky. Auch das ist korrekt. Das Verstecken hinterm Baum weiß ich gerade nicht so. If I dodge, I'm safe for the moment, but what then? I'll lose sight of Declan and he might focus on Anna. Ja, finde ich auch irgendwie keine gute Idee. Ich bin tatsächlich, glaube ich, dafür zu versuchen, die Waffe wegzuschlagen. Ich weiß es aber nicht. Keine Ahnung. Es ist alles nicht gerade pralle. Warum hast du auch zwei Waffen, Mann? Ernsthaft. Ja, hinter dem Baum mache ich nicht. Telefon, klar, wenn es kaputt geht. Wieder nicht. If I can get close enough, I can stop Declan from using his gun. It's definitely risky. Ich habe keine Ahnung, aber ich werde es versuchen. Has been shot. I need an ambulance. Just hurry. Okay, good. Stay with me. You have to stay with me. I'm fine. Don't worry. Anna, please.